reden Sie mit Kind über den Tod? Eher sehr zurückhaltend. Also ich tue es nicht direkt ansprechen. Ich sage allenfalls, an dieser Krankheit kann man daran sterben. Aber ich sage nicht, du stirbst jetzt an dieser Krankheit. Auch wenn ich das im Hinterkopf vermute. Ich denke, das ist zu brutal. Mhm. Haben Sie auch schon mal am Bett von einem sterbenden Kind müssen brüllen? Ja, mehrfach. Ja, ja. Ist das ein traurig, trauriger Beruf, den Sie haben? Nein. Macht eigentlich sehr viel Freude, weil mir die Kinder einen Lebensabschnitt begleitet. Und wir sehen vor allem Kinder, die am Anfang viel Angst haben und immer brüllen, wenn ein Doktor im weißen Mantel kommt. Plötzlich gewinnen die Vertrauen zum Doktor und fangen an zu strahlen, wenn der Doktor kommt. Natürlich nicht, wenn es ihnen ganz schlecht geht. Aber das ist eigentlich das Schöne, zu sehen, wie zutraulich, dass die Kinder werden, auch wenn sie am Anfang massiv Angst haben. Wo wir miteinander uns getroffen haben, um das vorbereiten, sind wir auf die Onkologiestation gegangen. Und da hat es ein kleines Kind gehabt. Das ist das Mädchen, das war noch nicht 2-jährig. Hat auch so ein kleines Kind eine Chance zu überleben? Auch so ein kleines Kind hat eine Chance. Wenn man jetzt die Leukämie betrachtet, dann muss man zwar wiederum sagen, die Leukämie im ersten Lebensjahr, man kann mit Leukämie auf die Welt kommen, aber die Leukämie im ersten Lebensjahr hat häufig eine ungünstigere Heilungschance als eine Leukämie im zweiten, dritten, vierten oder siebten Lebensjahr. Chemotherapie ist belastend. Viele Kinder oder den meisten geht es schlechter, nachdem sie ins Spital kommen. Das heisst also, sie müssen diesen Kindern jetzt in Anführungszeichen auch Schmerzen, Leiden zufügen. Das ist es so, oder? Ja, wir wissen, dass das notwendig ist, damit man die Krebserkrankung kann unter Kontrolle bringen kann. Ich weiss, dass es häufig in ein paar Tagen wieder sollte besser gehen. Und dann müssen wir halt einfach die Zeit überstehen. Bleibt nichts anderes übrig. Ich war früher als Kind auch mehrere Wochen im Spital wegen einer Nierenerkrankung. Und dann hatte ich immer wieder Kontakt mit dem Doktor. Und dann hat mich das vielleicht doch fasziniert, wie der Mensch funktioniert, wie der Mensch zusammengesetzt ist. Das Blut überhaupt hat mich fasziniert. Der exklusive Saft, wenn man so sagen will. Ist nur ein Hemd. Ein Hemd. Also wir haben schon alles gehabt, aber ein Hemd hat es noch niemand gebracht. Es ist nämlich immer noch gut zweg, das Hemd. Und das finde ich so verrückt, weil das Hemd ist es um 1984. Und ich habe das viel getragen und es ist immer noch tipptopp. Sehr ein angenehmer Stoff. Und das Spezielle an dem Hemd. Also gut, die Familie hat es nicht so gern, wenn ich das so ein altes Hemd anziehe. Aber das Spezielle an dem Hemd.